Donald Trump soll der New York Times zufolge über Jahre keine oder kaum Bundessteuern bezahlt haben. Demnach soll der US-Präsident in den Jahren 2016 und 2017 jeweils $750 entrichtet haben, in 10 der 15 Jahre zuvor gar keine Bundessteuern. Trump habe schwere Verluste aus verschiedenen Geschäftsbereichen geltend gemacht. Die der Zeitung vorliegenden Unterlagen sollen sehr detaillierte Aufstellungen umfassen. So habe Trump etwa in Verbindung mit seiner TV-Serie The Apprentice $70.000 an Kosten für Haarpflege von der Steuer abgesetzt. Dem Bericht zufolge ist Trump in einen Rechtsstreit mit der Steuerbehörde IRS verwickelt, bei der es um eine Jahre zurückliegende Rückzahlung von fast $73 Millionen gehe. In einer ersten Reaktion nannte Trump den Bericht am Sonntag Fake News. Eigentlich habe ich Steuern gezahlt. Das werden Sie sehen, sobald meine Steuererklärung vorliegt. Sie wird schon seit langem geprüft. Die IRS behandelt mich nicht gut. Sie behandeln mich, wie sie die Tea Party behandelt haben. Sie behandeln mich nicht gut. Sie behandeln mich sehr schlecht. Es gibt Leute in der IRS, die mich sehr, sehr schlecht behandeln. Sie werden gerade angehört. Wenn sie das nicht mehr werden, wäre ich stolz, alles zu zeigen. Aber das sind nur Fake News. Sollte sich die Behörde durchsetzen, müsse Trump dem Bund, der Times zufolge, über $100 Millionen zahlen. In den USA erheben der Bund, die Bundesstaaten und die Kommunen ihre Steuern getrennt. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.